Hallo ihr Lieben, schon wieder eine neue Geschichte von Marasi aus Verasien. Wenn sie euch gefällt, erzählt es euren Freunden. Danke fürs Anhören und viel Spaß! Schlittschuhlaufen. Der kleine Alexander wohnt mit seiner Mama und seinem Papa am Waldesrand, weil sein Papa Förster ist. Der Förster passt auf die Tiere und den Wald auf. Alexanders Papa musste über das Wochenende zu einem Seminar in den Schwarzwald fahren. Dort hielt er Vorträge über den Wald und die Aufgaben eines Försters. Eigentlich wollten Mama und Alexander mitfahren, aber jetzt lag Mama krank im Bett. Sie hatte Fieber, Halsschmerzen und hustete ganz doll. Alexander musste die ganze Zeit allein spielen. Selbst reden wollte Mama nicht. Sie schlief die ganze Zeit. Am Mittag klopfte Viktorias Mama an die Wohnungstür. Sie brachte Suppe für die beiden zum Essen. Kurz unterhielt sie sich mit Alexanders Mama und fragte ihn dann, ob er mitkommen möchte. Am Nachmittag wollten sie in die große Stadt fahren. Dort war in der Fußgängerzone auf dem großen Platz, wo der Weihnachtsmarkt war, eine Schlittschuhbahn aufgebaut. Alexander freute sich, so musste er wenigstens nicht mehr allein sein. Aber als er dann mit Viktoria im Auto saß, bekam er Angst. Er ist noch nie Schlittschuh gefahren. Viktoria sah, dass es ihm nicht so gut ging. »Was ist denn?« fragte sie. Alexander flüsterte. »Ich bin noch nie Schlittschuh gefahren.« »Oh, das ist nicht schwer«, sagte Viktoria fröhlich. Ich habe es letztes Jahr gelernt. Mama und Papa haben mich an die Hand genommen. Da hatte ich auch keine Angst, dass ich falle. Das können sie mit dir doch auch machen. Ich kann ja schon allein fahren. Da wurde Alexander ruhiger. Aber einen Gedanken hatte er noch. Hoffentlich lacht ihn Viktoria nicht aus. Nachdem sie angekommen waren, liehen sie sich Schlittschuhe an einem Stand aus. Nur Viktorias Mama nicht. Sie hatte eigene. Das war ganz schön wackelig, auf den Schlittschuhen zu stehen. Auf dem Weg zur Bahn ging es ja noch, aber als Alexander den ersten Fuß auf das Eis setzte, rutschte er gleich weg. Aber Viktorias Mama war hinter ihm, fing ihn auf und lächelte ihn an. Viktoria ging einfach auf das Eis und fing sofort an zu laufen. »Wow!« dachte Alexander. Aber wenn die kleine Viktoria das kann, dann kann ich das auch lernen. Und mit diesen Gedanken wagte sich Alexander an der Hand von Viktorias Mutter auf das Eis. Er hielt sich an der Seitenwand fest und sie zeigte ihm, wie er die Füße bewegen musste. Viktorias Eltern hielten ihn auf beiden Seiten fest an den Händen und vorsichtig machte Alexander seine ersten Schritte auf dem Eis. Nach zwei Runden fühlte er sich schon etwas sicherer und es machte richtig Spaß. Und nach weiteren vier Runden fahren, traute Alexander sich schon ganz allein zu fahren. Nachdem er zweimal hingefallen war, machten sie eine Pause. Viktoria und Alexander standen an der Balustrade und der Papa holte heißen Kakao. Viktorias Mama lief jetzt allein. Sie fuhr rückwärts, machte Pirouetten und sogar einen Sprung. Alexander war beeindruckt. Er wusste nicht, dass sie das konnte. Viktoria erzählte ihm, dass ihre Mama früher auch an Wettkämpfen teilgenommen hatte. Aber dann hatte sie sich verletzt und durfte es nicht mehr machen. Nur mal so zum Spaß wie jetzt fahren. »Du hast es aber auch schnell gelernt«, sagte Viktoria zu Alexander. »Ich bin letztes Jahr ganz oft hingefallen.« Alexander freute sich über das Lob, denn obwohl Viktoria so klein war, er war schon beeindruckt gewesen, wie gut sie Schlittschuh laufen konnte. Als es anfing, dunkel zu werden, fuhren sie wieder nach Hause. Alexander durfte bei Viktoria bleiben und auch dort schlafen. Nach dem Abendessen spielten sie noch mit der Teddybärenbande. Dabei schlief Viktoria ein.
Alexander drückte Kalli an sich und erzählte ihm, wie toll Schlittschuhfahren ist und dass er das nächste Mal Kalli mitnehmen wollte. Er sah sich mit Kalli im Arm ganz schnell auf den Schlittschuhen laufen. Alexander lief immer weiter und höher, bis er ins Land der Träume kam.